Hallo, Hallöchen, Freunde. Also eigentlich wollten wir hier gerade darüber diskutieren, ob wir hier weitergehen oder nicht, beziehungsweise ob wir nach Hause gehen oder nicht. Und dann habe ich dieses Ding gefunden und dementsprechend. Nein! Jetzt ist wieder so ein kleiner Lappen hier. Ich glaube, der war eben hinter dir hier, so ein kleiner Slime mit lila Augen, der so im Kreis dreht. Ich bin tot. Ja, also der war schon größer. Also es gibt die ganz kleinen schnellen und es gibt die größeren. Die riesengroß sind? Ja, so Bossgegnergröße. Ja, genau. Davon hatte ich gleich zwei übrigens. Ah, Und der cool. Kleine hat mich jetzt gerade gekillt. Ja, die kleinen sind eklig. Ja. Fuck. Das ist so weit weg und ich hatte mein ganzes Inventar voll. Hätte ich jetzt keine Anmod gemacht, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich mich auf den Kampf konzentriert. Ich will da nicht hin zurück. Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Ja, Oh. musst du auch. Hallo, kleiner Freund. Vielleicht bin ich auch gleich tot. Fuck, ist das weit weg. Komm her, du. Ich guck mal auf die Map. Oh, ich bin auch tot. Boah, zu dritt. Ja, so, boah, ey, fuck. Zu dritt kommen die hier an. Die kleinen Stricher. Scheiße. Mano. Na, da oben. Da bist du gestorben. Ja, guck mal, wie weit unten ich gestorben bin. Wie weit oben ich gestorben bin. Ja, aber ich bin, glaube ich, so am weitesten von diesem Spawnpunkt entfernt. Das könnte sein. Fuck. Scheiße. Und wieder dahin. Warte. Hier bin ich runter, ne? Ja. Okay, dann halt nicht. Du redest mit mir? Ja, mit wem denn sonst? Wen soll ich sonst warte sagen? Ja, ich dachte, du wolltest jetzt deine Sachen holen, weil du auch gerade gestorben bist. Nö, ich hab gesagt, ich Nö. helfe dir, deine Sachen zu holen. Okay. Ja, und dann warte ich hier. Habe ich denn hier? Unterlingsschaden für 10 Minuten. Aha, okay. Magieschaden. Oh, hi. Hi. Da bist du. Kannst hier oben lang. Genau. War das Kacke. Jetzt muss ich gucken, war das hier oder war das auf da oben? Ich weiß es nicht mehr. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Ah, hier kann man gut durch. Ah ja, hier waren die Kacklappen. So, und dann habe ich mich hier, glaube ich, so durchgeschlagen. Erstmal. Genau, das war der kleine Bobbel. Ich frage mich, was man mit dem Pandorium craften kann. Das ist eine gute Frage, aber davon hatten wir noch nicht genug. Nee, das Problem ist nicht, dass wir davon nicht genug haben. Also vielleicht auch, aber das primäre Problem meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass wir einfach keine Werkbank haben, um da mit irgendwas zu craften. Nein, hier wollte ich nicht durch. Hier bin ich lang, genau. Müssten wir uns die nicht herstellen können? Nee, wie denn? Ich habe keine gefunden. Oh. Einfach mal aus Prinzip. Selbstschussanlage, geh weg. Hier war ich auf jeden Fall überall. So, und jetzt sind wir hier an den Rändern. Da habe ich mich dann runtergearbeitet. Neben der So. Spitzhacke abgebaut. Mache ich die ganze Zeit. Okay. Es geht von hinten ganz gut. Ah, ja, hier war das nicht.
Ich häng fest. Selbstschussanlage! Lass das! Du gehst. Hier bin ich übrigens das erste Mal gestorben. Wir wandeln jetzt auf dem Pfad meines Todes. Ja, und hier habe ich gesagt, hier ist eigentlich der gute Einstieg. Ja? Mhm. Hier so. Weil, finde ich, sieht hier ganz gut aus, ja? Finde ich. Zum Reingehen. So, ne? You understand? Hier so mit dem. Yeah. Oh, warte mal. Raus hier. Warte mal, ich bin mal gerade. Ja, funktioniert, habe ich auch schon probiert. Nee, das meine ich gar nicht. Weil hier so viel Pandorium ist, würde ich das gerade mal mitnehmen. Okay. Wenn wir schon hier sind, so, weißt du? Gut. Ja. Aber hier bin ich nicht gestorben. Denn das war weiter unten. Das ist... ich häng fest. Ist das hier der See? Ja, das hier ist der riesige See übrigens, glaube ich. Wo ich gesagt habe, ich finde es so hübsch. Hier bin ich nicht gestorben. Marvin. Ja, hier bin ich gestorben übrigens, ja, Freunde. Ich hab dir Sachen gezeigt. Yay. Aber nicht viel. Sonderbonbons, dein Grabstein und ein bisschen Pandoriumerz. Ein bisschen Pandoriumerz, ja. Okay. Ja, alles. Nee, ich habe noch vier in der Tasche. Nein, das Erz nicht, aber die, die Barren habe ich. Wahrscheinlich, ja. Ja, und hier bin ich halt rein. Und hier kamen dann die Viecher. Hier sind übrigens noch... Also hier ist noch Stuff drin. Und da unten. Kommt man hier raus? Kommt man nicht raus. Ah! Du Miststück! Ja, das, die haben mich auch gerade auseinandergenommen. Das sind die schlimmsten. Ja. Ach! Die explodieren danach nochmal. Gut zu wissen. Das sind echt die schlimmsten. Ja. Okay, ich habe ja noch diesen komischen Blauschimmelkäse hier. Was ist das? Schlingen und Betäubungs... Okay. Also, ich könnte jetzt nach Hause fahren. Ich habe zwei nach Hause Portal-Dinge. Oder wir gehen nach hier lang. Das können wir auch machen, aber ich habe nichts mehr zum Heilen dabei, ne? Ja, ich habe auch nur Essen dabei. Mhm. Oh, da komme ich. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Oh nein! Hm. Schon. Oh! Ja! Hier war ich schon mal. Surprise! Surprise! Ach, hier ist nur noch ein Pandorium. Naja, zwei. Zwei. Okay. Ja, kannst mir gern einen zuschustern von den Nachhauseportern und dann. Okay. Hier. Einer für dich. Thanks. Oh. Der hat abgebrochen, weil ich mich bewegt habe. Upsi. Du hättest dich nicht bewegen sollen. Bewegen ist uncool. Bewegen ist uncool, Leute. Bewegt euch nie. Jetzt wisst ihr Bescheid. Oh, ich habe die ganze Zeit mein Gigi nicht getrunken. Toll. Aber ja, ich habe ihn aufgemacht. Zeit. Super. Richtig klasse. Mhm. Jetzt ist es 8:30. Mhm. Das, du wirst heute Abend richtig gut schlafen. Natürlich. So, ey. Warst du auf unserem Tiergatter? Nein. Das ist auch keins von unseren. Guck mal, das hat keinen Namen. Ist das den ganzen Weg bis hierher gewandert? Warte mal. Hier ist Muku. Hier ist Schnuffi. Ne, das ist ein neues. Ja, und frisst jetzt unsere Farm, ja.
Ja, dann kerkern wir das hier einfach mit ein bei den Freunden. So, ich hole die Leine und dann ich Was hole die soll Leine. das denn? Ich pack das mal da rein. Ey, ey, ey. Ey, Kuh, wo bist du? Ach, Fresser. Hier, nimm ihn mit. Komm, Fressack. Ich weiß, du willst das abtrainieren, aber vergiss es. Komm, wir gehen hier lang. Ach, Fresssack. So, Fressack, rein mit dir. Kommt die Tür wieder zu. Hallo. Ich fasse es nicht, ey. Dass der wirklich den ganzen Weg gekommen ist, nur um hier zu wohnen. Der hat halt Nur richtig Bock auf unser Zuhause gehabt. um bei uns die Felder wegzufressen. Was Ja. ein geiles Viech. Ich find's super. Ich find's lustig. Ich sag doch, was ein geiles Viech. Ich Da hoffe. hast du. Ja. Ich frag mich echt so, wie es auf die Idee kam, so, weißt du, Ja, keine das klingt Ahnung. da so schön, weißt du, ich will lieber da wohnen. Ich hab keine Ahnung. Unsere Tiere haben immer noch genügend zu essen. Es ist unglaublich. Es sind nie nachgelegt, aber trotzdem immer was zu essen. So. Jetzt einfach gefühlt durch jede Kiste durch. Ach ja, warte mal. Einfach, weil wir es Das können. nicht wie wir. Und Hier noch so. irgendwas? Ne? Weiß halt echt nicht, wie wir mit Kosmos Verlorenen beim weiterarbeiten Kleinen. können. Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, warum habe ich zweimal Pandora? Hä, warum habe ich. Was ist denn in meinem Inventar falsch? Ja, das ist doch oft so, wenn man stirbt. Ja, ich hatte noch so viele Plätze gehabt. Reden wir nicht drüber. Ach komm. Machen wir das mal so. Das da mit rein. Das da mit rein. 207 Solarit übrigens. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich habe übrigens noch einen Wüstenrubin. Ich weiß nicht, wo der herkam, aber der ist da. Ganz links bei dem Händler. So, dieses komische Glasperlenring-Ding packen wir hier mit hin. Kernkommandantenbeschwörungsstein. Die packen wir da mit rein. Kann man jetzt bei dem Typen hier kaufen. Weißt du. Echt nicht? Verstehe ich gar nicht. Nee, der hat mir gereicht. Der hat mir wirklich gereicht. Also, war halt ist schon super gelaufen mit dem. Ich möchte aber das Matschei noch ausbrüten. Das würde mich voll interessieren. Dann mach das. Ja, warte mal. Ich muss mal erstmal hier. Ach, hier ist Dingens drin. Ich dachte, hier ist irgendwie Pandorium drin oder so. Ja, ganz oben. Okay. Packen wir das noch dazu. Ich habe immer noch so viel Scheiß in der Tasche. Ach, Fresssack. Ich frage mich echt, warum der sich dachte, das ist eine geile Idee, hier hinzukommen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht haben die anderen ihn angeworben. Haben gesagt, guck mal hier, wir werden da so verwöhnt. Komm mit. Das ist die beste Idee des Jahrhunderts. Ah, das sind ja alles Verkaufsgegenstände, ne? Dann müssten die ja hier sein. Ja, die Alien-Kristalllampen. Das ist noch wertvoll. Das packen wir da rein. Das ist nicht wertvoll. Das ist nicht wertvoll. Das ist Boden. Die Edelsteinschnecken, die kleinen, ja? Was machen wir mit denen? Ich habe absolut keine Ahnung. Hm. Die kannst du auf den Boden setzen. Dann werden die wahrscheinlich irgendwann wachsen. Das ist wertvoll. Ich werde erstmal das Ei in den Eierbehälter packen. Das hört sich falsch an. So, und da ist mein Ei. Und mein Ei wollte jetzt hier rein. Das geht ja so nicht. Stimmt ja. Da war ja was. So. Dieser Friedhof, ne? Der ist noch nicht ansatzweise so groß, wie er sein könnte. Yep.
Ist vielleicht aber auch ganz gut so. Das packen wir da rein und das kommt nicht da rein. Das kommt da rein. Ja, wo packe ich denn jetzt die Schnecke rein, ne? Da bin ich halt echt am Überlegen. Den neuen Boden packen wir da rein. Warum habe ich deine ganzen Brücken übrigens? Nö, du hast die Hälfte meiner Brücken. Da 995? Mhm. Okay, die Solaritkiste, ja, die packe ich mal hier auf den Boden. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ich habe noch ein paar Barren. Warte mal. Das ist der Schlüssel. Den brauchen wir. Hier, rein damit. Durchschlag-Shuriken. Kosmos-Visierhelm. Hättest du gerne Shuriken? Nö, danke. Boah, dann halt nicht, ne? Will der einfach keine Shuriken haben? Bin enttäuscht. So, jetzt haben wir schon zwei Kosmos-Sachen hier. Oh, wir haben auch den Kosmos-Torso. Wir haben alle Kosmos-Sachen. Das ist schon mal cool. Die Frage ist, ob wir das wollen. Aber ja, wir besitzen auf jeden Fall alles. Die Shuriken packe ich da auch erstmal mit rein, ne? So, was mache ich jetzt mit der Schnecke, ne? Diese Schnecke. Warum? Ich frage einfach nicht. Hm? Ach, ja, weil wir einfach gerade alles noch irgendwie am Laufen haben hier. Also jedes Erz. Wirklich, du kannst ja wirklich nichts weiter fertigen. Also du kannst ja... Ich bin gerade am googeln, wie das funktioniert. Okay. Holy moly. Holy moly, klingt nicht gut. Wir müssen die Leere durchsuchen, bis wir da noch so einen Hologramm-Händler finden. Sind beide Sachen jetzt darauf ausgelegt, dass wir einen Händler finden? Also das Pandeurum zu benutzen, ja, nennt sich Rift Statue, was wir finden müssen. Das ist dann so wie das Ding, was hinter mir steht. Mhm. Das kannst du dann auch mitnehmen, aber du musst es halt erstmal finden. Scheiße. Und davor kannst du mit Pandorium nichts machen. Mhm. Und bei dem anderen bin ich gerade noch am gucken. Okay. Ja, das klingt scheiße. Das klingt fast wie, vielleicht ist es doch bald hier zu Ende. Ich will es eigentlich auch nicht, aber es tut mir leid, aber den ganzen Scheiß durchsuchen möchte ich auch nicht. Muss ich leider sagen. Nee, verstehe ich schon. Ich glaube, das kann einfach zu langwierig sein, weißt du, was ich meine? So, du kannst das vom Brave Merchant kaufen, die Bait Pillar. Das ist die einzige Möglichkeit, die zu kriegen. Und der Brave Merchant, den kriegt man mit der Nuklearbatterie. Und die bekommt man... Die haben wir, glaube ich. Nuklearbatterie? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht. Haben wir sowas nicht mal gefunden oder so? Ich weiß bloß, wenn nicht wo. Absturzprotokoll, Leitedelstein, gebrochene Klinge, klarer Edelstein. Nee, hier nicht. Die gibt es nur in Alien Tech Chests. Mhm. Und die Alien Tech Chests gibt es nur in diesen Alien
Arenen oder Forschungsstationen, die es im Kristallbiom gibt. Okay, da wo ich war, waren ganz viele davon. Da wo ich war, war gar keine. Ja, also das ist es. Das ist entweder die Leere nach dem Händler durchsuchen oder das Kristall nach Alien-Laboren durchsuchen. So oder so, ich will erstmal meine Ausrüstung haben. Und ich hatte irgendwo anders. War auch nochmal, ja, hier oben. Ich markiere mit dem Fragezeichen. Auf der Map, ja? Das war auch so ein riesiges Alien-Labor. Also vielleicht sollten wir da mal weitergehen. Das hatten wir doch zu Ende erkundet. Hatten wir das zu Ende erkundet? Ja, das war das, wo du hattest die Mitte erkundet. Und ich habe gedacht, oh, ich gehe nicht in die Mitte, da traue ich mich nicht. Und du hast das außenrum nicht erkundet, weil du in der Mitte warst. Okay. Erinnerst du dich? Weil ich habe das Gefühl, da könnte es vielleicht noch, also hier so oben da noch weitergehen. I don't know. Weil hier ist ja noch ein Weg, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber an sich, also nach meinem Wissen waren wir da fertig. Okay. Okay, ja dann. Ja. Ja, aber hier waren keine großen drin. Hier waren immer nur so kleiner. Er muss aber auch nicht groß sein. Hieß nur Alien Tech Chests und die kann halt überall in so einem Biom sein. Okay, ja. Wie gesagt, ich hole erstmal meine Klamotten zurück. Soll ich mitkommen? Soll ich die Unterstützung leisten? Aber wenn du möchtest, aber ich bin halt jetzt schon ein ganzes Stückchen. Ach so, du bist schon die ganze Zeit unterwegs, ja, das wusste ich. Ja, na klar. Entschuldigung, ich war die ganze Zeit auf der Map unterwegs. Ich habe mir schon wieder Sandwiches gemacht und ein strahlendes Federfilet. Lecker? Ja, das hat man sich nicht so alles macht. Ja. Toll. Ja, hat wieder gut geklappt hier. Komm. Ah! Reden wir nicht drüber. Das nehmen wir mal und wir snacken mal ein bisschen was, weil wir der Snackenmann sind. Das packen wir mal in die Tasche und machen mal hier so das da. Nein, ich habe zu wenig Solarit in der Tasche. Ja! Oh, fällt mir gerade ein. Was fällt dir ein? Ach, das war jetzt noch nicht durch. Ja, ich hatte Hoffnung. Aber wir können mal gucken. Was ist gerade passiert? Sorry, ich habe den Hologrammhändler gefunden. Einfach spontan? Jetzt gerade mal? Ich habe meine Klamotten aus der Leere geholt. Bin noch ein bisschen nach links gelaufen, da war er. Okay, gut. Den haben wir schon mal. Das ist optimal. Also können wir Pandorium jetzt verwenden? Ja, aber mein Bergbauschaden ist zu niedrig. Man kriegt den doch nicht hier weg. Also ich kriege ihn jetzt nicht hier weg. Ich probiere es mal mit einer Bombe. Ne, ich kriege ihn hier nicht Warte, weg. Warte, aber wir markieren den. Ja. Ich kann den da nicht markieren auf der Map. Weil, oh doch, kann ich. Danke sehr. Witzig, ey. Ja, gut. Aber wieso ist dein Bergbauschaden nicht groß genug? Was für einen Bergbauschaden hast du denn? Ja, ich habe die abgegradete Solarit-Spitzhacke. Ja, und aber dein. Auch der... Was hast du auf Bergbau? Bergbau 56. Ich habe plus 63. Ach so, plus 63. Wo siehst du das denn? Wenn du in deine Fertigkeiten gehst. Achso, da. Abenteuer, Bergbauschaden, 1124. Wie das? Wenn nicht, ist das viel, ist das wenig? Ich weiß nicht, was... Wenn ich plus 63 habe?
Nee, nicht plus 63. Bei mir steht nur Bergbauschaden. Achso. Hä? Nee, jetzt steht dafür wie. Hä? Verursacht 93 Schaden an Objekten. Jetzt steht da 1124. Da, je nachdem, was du als letztes angedützt hast, ändert sich das scheinbar. Du gehst auf deine Fertigkeiten, ja? Auf meine Fertigkeiten. Und dann hast du ja den Bergbau, ja? Was hast du da? Ach so, 56. Ich bin die ganze Zeit auf Charakter und fahre das Band, fahre das Dingen rechts aus und hab dann da bei Abenteuer, hab ich meinen genauen Bergbauschaden. Und nicht nur, oh, wie hoch mein Skill-Level ist. Okay. Bei Abenteuer. Okay. Ja. Bergbauschaden. 91 habe ich. Ja, weil du als letztes irgendwas Kleines kaputt gemacht hast. Wenn du eine Wand anhaust, wird's mehr. Okay. Witzig. Okay, dann verstehe ich das nicht ganz genau. Ist nicht so wild. Jedenfalls reicht mein Bergbauschaden nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, auch die Schwefelbombe, die hier aus dem Gebiet kommt, die 5900 Bergbauschaden macht, baut dieses Ding nicht ab. Das heißt, es kann scheinbar einfach nicht abgebaut werden. So viel dazu. Das ist traurig. Aber können wir mit unserem Dingens dann dahin? Also müssen wir ja wahrscheinlich dann. Ja, wir können mit unseren Sachen dahin. Und können uns hier... Die Frage ist, was brauchen wir alles dafür? Ganz viele Pandorium-Barren, Zytoplasma und Solarit. Zytoplasma, okay. Ja. Stecke ich das in die Tasche? Solarit auch? Ja. Dann stecken wir uns Solarit in die Tasche und Pandorium-Barren. Wir haben aber nicht so viel. Kriege ich davon eine Übersetzung? Holy fuck, mich greift ein Viech an, während ich im Menü bin. Ja, das kenne ich. Das hatte ich auch. Ich nehme übrigens einen von unseren Schmiededingen mit. Schmiededingen? Die brauchen keinen Strom, oder? Welche Schmiededinger? Unsere Öfen. Ach so, nein, die brauchen keinen Strom. Weil dann können wir nämlich vor Ort noch ein bisschen Pandorium machen. Du verstehst? Ja, ich verstehe. Nimmst du noch 20 antike Edelsteine und 20 mechanische Teile mit? Dann können wir nämlich einen neuen Scanner bei ihm kaufen. So, antike Edelsteine, willst du? Mhm. Gut. Ich nehme einfach alle mit, die wir haben. Nein, das ist vielleicht eine scheiß Idee. Und ein neuer Magiestab. Der ist sexy. Och, Mann, könnt ihr euch mal verpissen, ihr alten, so. Hässlichen Kackviecher? Ja, davon kann ich alle mitnehmen. Und noch ein großer. Und der noch einen kleinen mitbringt. Natürlich. Okay. Ich bin gleich wieder tot. Ja, schleppst du die Betten eigentlich noch mit dir rum? Nein, glaube nicht. Ich glaube, die sind irgendwo in einem Grabstein drin. Okay. Ich habe ja noch einen Grabstein auf der Map. Ja, der ist ein bisschen weiter unten. Ja, ich glaube, da sind die Betten drin. Okay. Ja, dann komme ich... Ich probiere dir mal entgegenzukommen, ja? Kann lustig werden. Ich weiß, was wir tun können. Wie? Wir können uns am Oktarintisch einen Teleporter bauen. Den könnten wir hier hinbringen. Okay, warte mal. Am Oktarintisch. Ja, ich weiß aber nicht, was wir dafür alles brauchen. Das ist das Ding. Ja, ich bin noch in der Nähe vom Transporter, wollte ich gerade sagen. Teleporter. Nein! Ich habe mich irgendwo anders hingeportet. Ich bin ein Held. Nein! Oh, schon wieder! Mann. Oh. Vielleicht gibt es davon ja auch nicht nur einen. Die Chance wäre eigentlich... Ist, also... Okay, du sagst an einem... An dem... Welchen Tisch? An dem Oktarintisch.
Welcher war denn nochmal der Oktomintisch? Der hier. Müsste es den Porter geben. Portal. 100 ja, Kupferbarren, genau. 100 Eisenbarren, Oktarinbarren 100, 200 Korallen, Holzbretter, mechanische Teile und antike Edelsteine. Und ich meine, davon braucht man zwei. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Also, einen können wir auf jeden Fall probieren, glaube ich. Ich glaube, ja. Hahaha, nee, Zinn, Eisen, Kupfer gerade so, aber der Rest nicht. Okay. Ja, nö. Einfach nö. Es ist schon traurig. Ja, aber, wenn die... Ja? Nein, was wolltest du sagen? Oder soll ich gerade farmen gehen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Vielleicht können wir das ja irgendwann offscreen machen oder so. Mhm. Nee, ich wollte sagen, aber wenn wir... Fuck, wir sterben. Wenn wir? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, es sind nämlich jetzt 31 Minuten, dementsprechend... Jetzt vielleicht nochmal raushauen. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ach ja, genau. Ich wollte darauf hinaus, dass wenn wir uns das Radar für das andere Vieh kaufen und das keins sein sollte, was rumläuft, sondern einen eigenen Standpunkt hat, könnte es sein, dass es da sowieso einen Teleporter gibt. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt eh tot. Ja gut. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's für dieses Mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.